Hallo, es ist Sonntagmorgen, noch ganz ruhig hier im Haus und ich möchte die Zeit nutzen, euch zu zeigen, wie man eine Lichterkette filzen kann. Dafür verwenden wir zwei verschiedene Blütenformen, einmal eine ganz einfache. Ich verwende den Wensleydale-Kammzug. Ich finde es besonders schön, dass er so zart ist und eben so leichte Wellen im Ergebnis nachher immer hat. Die zweite ist eine Blüte, die über diese Schablone gefilzt wird. Auch bei ich persönlich mag es besonders gern, dass es so zerfranst und zerfusselt ist bei der Wensleydale-Wolle. Man kann das aber auch ganz korrekt und ordentlich mit einer anderen arbeiten. Für die einfache verwende ich jetzt auch den Wensleydale-Kammzug. Ich möchte, dass er nachher solche kleinen Zipfelchen hat. Das kann man, das muss man nicht machen, aber ich möchte das gerne. Dafür verwende ich ganz dünn gezupfte Fäden und lege sie hier aus. Diese Form der Blüten kann man auch schon mit ganz kleinen Kindern oder mit Menschen mit Handicap arbeiten, weil es wirklich sehr einfach ist. Ich lege jetzt im Endeffekt als erstes den inneren Teil, also das, was nachher innen in der Blüte zu sehen ist. Für mich ist fast immer die Schwierigkeit, wirklich dünn auszulegen. Ich habe immer die Tendenz, doch mehr Wolle zu nehmen, weil ich immer denke, oh, das ist zu wenig. Aber hier in dem Fall ist es wirklich so, dass man den Wensleydale-Kammzug ganz, ganz zart auslegen kann, um dieses schöne, durchlässige Ergebnis nachher zu haben. Auch für andere Lichtobjekte ist die Wolle genau die richtige. Ihr seht, wie ich es auslege. Einfach. Zart. Würde ich das jetzt als Blüte mit einem Stiel arbeiten wollen, würde man hier nachher an dieser Stelle den grünen Stiel ansetzen. Dann einmal befeuchten. Man kann das natürlich alles auch wieder mit Folie und Gaze arbeiten, wenn man sich da sicherer fühlt. Ich persönlich mag es ja besonders gern, auf der Wolle direkt zu arbeiten und in dem Fall kann nicht so viel passieren an Verrutschungen oder so, dass man da ein zu großes Risiko eingeht. Ganz vorsichtig Hände auflegen und erstmal nur ganz zart bewegen. Es ist wirklich ein Hauch von nichts unter den Fingern. Und ganz zarte Wollfasern. Dann kann man hier ein bisschen über die Zippel, die nachher rausgucken sollen, ein bisschen hin und her reiben, dass das so kleine Schnürchen werden. So, und dann einfach eine ganze Zeit lang vorsichtig die Hände hier drauf hin und her bewegen, sodass sich die Wolle darunter ganz leicht anfängt zu verfilzen. Man sieht, es geht relativ schnell, dass es sich jetzt verfilzt. Und wenn es so ein bisschen unbunt geworden ist, dann kann man jetzt auch immer noch mal einfach durch wieder zupfen, das ein bisschen mehr ins Rund reinbringen. Die Form. Ansonsten ist es so jetzt von innen. Und wir falten jetzt einfach zur Mitte, weil wir ja diese Blütenform haben wollen. Und arbeiten dann erstmal ein bisschen so über die Oberfläche, dass jetzt diese Kelchform entstehen kann. Und auch immer mal wieder ein bisschen auseinandernehmen und ein bisschen in die andere Richtung nochmal zusammenlegen. Vorne immer die Fäden wieder auseinanderzupfen und weiter. Wenn man das mit Kindern arbeitet, dann sollte man das ein bisschen dicker auslegen, weil denen das natürlich leichter fällt, wenn es nicht ganz so fein ist. Kann man schon erahnen, wie es wird. Und das ist hier zum Schluss arbeite ich jetzt auch immer noch mal nur das letzte Stück mit beiden Fingern so festhalten und ordentlich so ein bisschen über die Matte rubbeln, damit der hintere Teil noch ein bisschen fester wird und mehr Stabilität hat, um die Blüte nachher schön vorne auch mit aufzuhalten und an der Lichterkette gut sich verbinden lässt. Das Ganze mache ich jetzt noch ein paar Minuten. Dann spüle ich die Blüte aus, zupfe sie mir so zurecht, wie sie nachher sein soll, und lege sie zum Trocknen.
Blüte ausgespült und ich kann praktisch jetzt bestimmen, ob ich zum Beispiel möchte, dass der Blütenkelch ein bisschen offener ist oder ob ich ihn lieber ein bisschen enger haben möchte. Und so wie ich ihn jetzt praktisch zurechtzupfe und dann zum Trocknen hinlege, so wird er nachher sein. Also da kann man noch ein bisschen spielen, auch mit der Form. Zeige ich euch noch, wie ihr die Blüten an der Lichterkette befestigen könnt. Ich habe hier auch nochmal von hinten immer mit verschiedenen Farben gearbeitet, sodass ihr sehen könnt, wie unterschiedlich der Effekt ist und man sich selber raussuchen kann, was man dann am liebsten mag. Hier ist es jetzt so, es ist wirklich gut, sich einmal eine ganz spitze Schere anzuschaffen. Die wird man immer wieder brauchen. Das heißt, ich bohre so ein bisschen vor, schneide hier hinten so ein ganz bisschen erstmal nur auf, sodass man eine Öffnung hat, wo gerade das kleine Lämpchen durchpasst. Gucken, ob das schon reicht. Dann ziehe ich das hier durch. Ich hoffe, man sieht das. So sieht übrigens unsere gefilzte Blüte aus. Und bei dieser Form reicht es eigentlich, wenn man ein bisschen Kammzug nimmt, hinten die Blüte ein bisschen zusammendrückt und dann, ich hoffe, man sieht das, einfach drüber legt und ganz fest drumherum zieht. Dann kann man hier noch zwischen die Kabel gehen, damit es noch ein bisschen Stabilität kriegt. Andersherum. Man kann sie auch fest nähen, aber bei diesem Kammzug, der verheddelt sich so wieder ineinander, die letzten Fasern, braucht man eigentlich gar nicht nähen, sondern man zieht wirklich bis zum Schluss so ganz fest herum und dann hält es eigentlich. So, und dann ist diese Blüte fest.